Willkommen zurück zu Earthbound. Ich habe hier abgespeichert, falls ihr fragt, wo ich bin. Ich bin hier in Thweed. Das sehen wir unten. Thweed. Und ich möchte euch noch was Kleines erzählen. Und zwar ist dieser Name eine Zensierung. In dem japanischen Version, wo es nicht zensiert worden ist, heißt diese Stadt Thweed. Nun könnte man aber auch daraus schließen, dass es 3K, also KKK heißen könnte. Und das wurde zensiert. Ist auch gut so. Aber es wurde noch was weiteres zensiert. Und zwar, das haben wir schon gesehen, und zwar bei dieser blauen Sekte. Die haben da Buchstaben auf ihren Köpfen, das sollte auch zu sehr an die KKK erinnern, das wurde auch zensiert. Und ich sag euch Leute, das sind nicht die einzigen Zensierungen in diesem Spiel. Ich finde schon krasses. Das Spiel ist ja für Kinder, muss man ja so sagen, was da alles zensiert worden ist. Das ist schon krass. Auf jeden Fall gibt es hier Items. Und da will ich auch nicht zuschlagen. Doch, ich will zuschlagen. Also, zuerst den Minor. Ich muss erstmal Items loswerden. Nein, ich will nichts kaufen. Ich will. Nicht dumm? Ich will verkaufen. Was kann ich denn so verkaufen? Hamburger. Ja, verkaufen wir einen Hamburger. Ja. Jetzt kann ich mir dieses Item kaufen. Damit steigt wieder unsere Angriffskraft. Und das ist ordentlich. Auch Paula kriegt mal sein Item. Auch immer schön verkaufen, was will man mit den alten Items? Den Hardhead kriegt auch Nest, weil es Nest verbessert. Tut mir leid, dass hier Sound kam. Ich weiß auch nicht, was mit meinem PC los ist. Können wir mal aufhören. Okay, Copper Portlet verbessert nichts, also hole ich mir es auch nicht. Hier gibt es auch wieder diese Status-Heil-Items. Aber die will ich nicht. Und jetzt will ich wieder mein Geld auf die Bank legen, damit es nicht verloren geht, wenn ich drauf gehen sollte. Und dann auf zu Thweed, beziehungsweise mal erkunden. Okay, das ist das Hotel. Ich möchte noch eine Sache kurz vorher mal überprüfen, einfach nur Interesse halber. Dachte ich mir schon, nämlich nix. Okay. Was wir tun müssen, wir müssen hier nach rechts. Zum Friedhof, wo keine Feinde sind. Normal sind da viele Feinde, diese Mülltonnen. Man verdächtigt sie erstmal nicht, aber es sind Gegner. Also zumindest manche, und es sind starke Gegner. Da mache ich auch Freeze Beta. Die hauen rein. Rumial Alpha. Also die Fliege ist natürlich kein starker Gegner, aber der Mülleimer schon. Gaming Beta, das ist eine neue Psy-Attacke und sie ist sehr gut. Plus 10 pp. Das ist auch sehr gut. Ich zeige euch mal wieso. Ja. Gaming Beta, also Alpha 50 Schaden, Beta 180 Schaden. Und es kostet nur 4 Punkte mehr. Das ist so übertrieben. Erstarrt in deiner Seele. Er sieht. Na.
Man muss dieses Event machen, also man muss dahin gehen und man muss. Ansonsten kommt man hier nicht weiter. Und dann ab nach oben. Hier sollte auch wieder der Stalker kommen. Der Fotograf. Der dann ein Bild macht. Das bringt nur was in den Credits und eigentlich nervt es. Zum Glück kommt er auch nicht zu häufig vor. Weil hier gibt es noch was. Es ist optional. Teddybär. Habe ich jetzt zwei Teddybären. Aber nur eins wird angezeigt. Auch interessant, wusste ich nicht. Warte eine Minute, Junge. Ich könnte dir einen großartigen Tipp für $60 geben. Ich hab nix. Also, was das soll. Man weiß hier wirklich nicht, was man zu tun hat. Und es ist so gedacht, dass wenn man hier verzweifelt, weil man echt nicht weiß, was man zu tun hat, und das ist auch random, dass man sich hier einen Tipp holen kann, wo man halt als nächstes hin muss. Aber ich brauche diesen Tipp nicht, weil es ja mittlerweile das Internet gibt. Zur Zeit, wo das Spiel rauskam, gab es das Internet, so wie wir es kennen, noch nicht. Also da konnte man nicht einfach mal kurz mal googeln und man hat alles gefunden. Nein, man muss es schon selber rausfinden. Das ist ein Gegner. Okay. Ich weiß nicht, wie stark du bist. Nicht stark. Ich habe auch Glück beim Friedhof, dass da keiner war. Auf jeden Fall, jetzt, wir mussten da hingehen. Jetzt beim Hotel ist eine Dame. Wir müssen diese Dame verfolgen. Man kann sie auch noch ansprechen hier, aber da ist kein Text programmiert. Für die, die es nicht hinkriegen, sie anzusprechen, können hier reingehen, dann hier. Hier kriegt man sie auf jeden Fall angesprochen, wenn man es kann. Aber ich habe es eben hier auch noch geschafft. Und jetzt muss man in dieses Zimmer. Also man muss dahin, ansonsten kann man das Spiel nicht lösen. Muss man dazu sagen. Du verlierst den Verstand. Die folgenden Szenen des Videos wurden stumm geschaltet, weil ich von den Sternsingern belästigt worden bin. Vielen Dank an den Sternsingern, ihr rockt! Ich bin Paula. Ich bin ein anderer Freund, Ness. Wir versuchen dich zu kontaktieren. Falls du mich hörst, bitte wach auf und geht nach Süden. Nur du, weit von uns entfernt, kannst uns retten, Jeff. Bitte hör meinen Anruf und beweg dich nur nach zum Süden, Jeff. Du bist ein Freund, dem wir noch nie vorher begegnet haben. Aber du bist unsere einzige Hoffnung. Und dieser Junge da,
der hier, also nicht Jeff, das sind wir, der hier, der ist offiziell, wirklich offiziell schwul. Und das ist jetzt kein Witz. Ah, Jeff, ich habe gerade geträumt, dass wir spazieren gehen. Was ist mit dir? Jeff, wo willst du mitten in der Nacht hingehen? Du kennst doch die Hausregeln, oder? Wenn die dich erwischen, werden die dich für eine lange Zeit bestrafen. Was ist los mit dir, Jeff? Alles ist gut. Es muss ein besonderer Grund sein, warum du es nicht verstehst. Ich werde dich nicht aufhalten. Es ist gefährlich, den Ort zu verlassen und alles zu verlassen. Hey, da sind einige Sachen im was weiß ich, die du dir holen sollst. Ich weiß, was es ist, aber mir fällt der Name nicht ein. Ich werde helfen, dass du raus kannst. Was weiß ich. Auf jeden Fall ist jetzt Tony. Wie gesagt, Tony ist offiziell schwul. Keine Ahnung, was das soll von Nintendo. Die werden es wohl besser wissen. Okay, er labert von einer Kreatur namens Tessie. Soll wohl eine Anspielung auf Nessie sein. Und Stonehenge. Also Nessie und Stonehenge. Das sind einige verrückte Sachen. Mal gucken, ob es sich bewahrheitet. Ich werde nicht spoilern. Und hier ist dieser Raum, wo mir der Name nicht einfällt. Aber er ist verschlossen. Also muss man vorher hier hingehen. Oh, Jeff und Tony. Startlet. Holst du dir einen späten Nachtsnack? Ich habe einige Probleme mit meinem Projekt. Wenn nur Jeffs Vater, Dr. Andernatz, hier wäre, er könnte... Ja. Er könnte dir helfen. Das ist das, was du sagen willst, oder? Und wir haben Schlüssel bekommen, womit wir diesen... Mir fällt es immer noch nicht ein. Blamiert mich. Mir fällt es immer noch nicht ein. Ja, es funktioniert nicht. Oder muss man hier... Auch wir haben eine Big Bottle Rocket, Boiled Egg, Protector, Wilder, Spoken Pay Can. Jeff hat noch einige Eigenschaften. Zu denen werde ich noch kommen. Der Schlüssel passt wohl nicht. Hier, beheb mal. Hahaha. Der Schlüssel hat nicht funktioniert, oder? In so einem Fall werde ich... Werde ich ein Item geben? Die Becky-Maschine, mit der können wir nun Sachen aufschließen. Und diesmal wirklich. Aber leider ist da nichts drin. Was drin? Nein. Ich weiß, dass da irgendwo was drin ist. Ärger mich nicht. Homeset. Jetzt kann man das ausrüsten. Ja, kann man ausrüsten. Unsere Verteidigung steigt um auf 6-fache. Das ist nicht OP. Popgun. Ich glaube, das ist auch was im Ausrüsten. Offensive steigt sogar ums 9-fache. Also, man sollte das schon öffnen. Ansonsten hat man kleine Probleme. Poken Air Gun. Okay, jetzt erkläre ich endlich mal, was was Jeff kann. Jeff kann einmal
hat er keine PP. Ihr seht es unten, PP 0. Er kann nichts. Er kann keine Psi-Attacken. Dafür kann er zu einem Sachen wie Big Bottle Rocket abfeuern. Alle anderen können das nicht verwenden. Das war Protector. Ich darf nur kann auf das verwenden werden. Ich weiß nicht, was die beiden sind, aber ich glaube, die sind auch nutzlos. Boiled Egg ist aber was zum Heilen. Und was auch noch kann, er kann kaputte Sachen reparieren. Hier, Broken Spray Can. Jeff kann das reparieren. Auch Broken Air kann. Jeff kann das reparieren. Und zwar immer, wenn wir in einem Hotel oder sonst wo schlafen. Okay, benutze mich als Stufe und klettere über den, über das Tor. Sag nun goodbye. Ich weiß nicht, wo du hingehst oder warum, aber erinnere, wir sind beste Freunde. Und hier sind wir nun in Winters. Wir haben... nur 2 Dollar, das heißt, wir können es nichts holen. Und es gibt auch keinen Automaten. Und wie cool wäre es, wenn wir uns was holen können. Die Items, die sind übertrieben stark, aber auch zu teuer. Das ist mit Absicht, dass sie so teuer sind. Und hier können wir auch abspeichern. Da ist ein Aff am Eingang. Nimmst du den Affen mit, ist ziemlich, ich glaube einfach mal, dass es nervig ist. Er ist ziemlich nervig. Wenn du ein Kaugummi Dings kaufst, was ist halt mit mir los? Kannst du den Affen umsonst haben? Oh. Andererseits wird er dir auch den Hintern kosten. Also willst du ihn haben? Man muss ihn haben, ansonsten kommt man im Spiel nicht weiter. Also er wird auch im Kampf eine Hilfe sein, aber später kommt ein Bereich, da muss man ihn haben, ansonsten kommt man einfach nicht weiter, man ist dann auf Ewigkeit verloren. Aber der Affe, der folgt auch nicht immer. Und er kann auch uns belasten. Weil auch, also wenn ein Gegner kann auch auf ihn gehen. Und der hängt auch stark hinterher, das ist ein Problem. Aber wie gesagt, man muss ihn haben. Also vielleicht ist er nicht hilfreich, Kämpfe zu verhindern, aber er wird auch mitkämpfen und ein paar Schaden machen. Ich glaube auch nicht weltbewegend viel Schaden. Hier haben wir auch schon solche fiesen Gegner. Er hat statt Psi hat er Spy, damit kann er die Gegner überprüfen. Einmal kann er damit den Angriffswert, den Verteidigungswert, die Stärken, Schwächen der Gegner herausfinden und er kann sie, und wenn die Gegner noch ein seltenes Item tragen, kann er sich das seltene Item holen. Nur bis auf das seltene Item, also ich kann auch sagen, wieso das nutzlos ist. Einmal das Psi, kannst du nützliche Informationen bringen oder man guckt es im Internet nach. Er kann seltene Items, kann man sich holen, aber leider nur selten. Das bringt fast gar nichts. Und auch selbst wenn die Informationen sind, auch nicht wirklich hilfreich. Und man kann es im Netz nachgucken. Ja, wobei der Affe, der macht gerade nur 1 HP Schaden. Wenn überhaupt. Also der Gegner ist noch ziemlich stark. Also noch einer und wir wären down. Aber wir kriegen auch Level-Ups. Natürlich kriegen stärkere Gegner auch viel mehr Erfahrung.
Dann iss mal den Keks. Mal gucken. Eigentlich hatte ich auch viel mehr Kekse. Kann ich mich erinnern, als ich das mal schon mal durchgespielt habe. Wie kann man sich heilen? Na toll, dann ich eben den Keks nicht essen müssen. Wenn man es vorher weiß. Sackgasse. Aber auch andererseits will ich auch kämpfen. Denn man braucht die Erfahrungspunkte. Und man braucht sie. Man braucht sie. Das ist ein Runaway Dog. Kann mir den nicht schon? Den Gegner? Oder bin ich jetzt verkalkt? Den hatten wir doch schon mal. Also auf jeden Fall beim ersten Durchspielen. Ja, wo geht's denn hier weiter? Ganz außen rum. Und sie auch wieder heilen, wenn ja, dann wäre es ziemlich. Ja, hier nicht. Aber dafür auch irgendwo hier. Irgendwie kann man sich heilen. Wenn ich Tessie finde, wirst du denken, dass er in den Nachrichten, in den Zeitungen kommt. Ich werde dann meine 15 Minuten. Des Famous haben. Das wird da 15 Minuten Fame haben. Wir kommen abspeichern. Also wenn ich sterben gehe, werde ich auch hier wieder spawnen. Das ist auch der Sinn dahinter. Man weiß nie. Stromausfall, dann ist es weg. Okay, können wir uns wieder ausruhen, aber dieses Mal kann er auch. Toll, das ist Zwischensequenz starte, da würde er hat das. Er kann Items reparieren. Und zwar zum Defense Play. Warte, ist das das Gute oder ist das das Schlechte? Natürlich ist das Schlechte. Ja, Gone After One Use, das ist das Schlechte. Es gibt noch ein Gutes, das kann man dann mehrmals verwenden. Und auch noch was mit dem Item reparieren. Da gibt es eine ganz komplizierte Tabelle. Und zwar mit den Chancen. Also, erstens, man muss genügend IQ-Punkte haben. Also ihr seht IQ 3, man muss genügend IQ haben, damit der überhaupt ein Item reparieren kann. Und wenn das der Fall ist, man hat genügend IQ, hat man ganz am Anfang eine 100%ige Chance, dass er ein Item repariert. Danach sinkt die Chance auf 25%. Und immer wenn man einmal eine 25%ige Chance, dass er ein Item repariert, steigt die Chance beim nächsten Mal auf 100% dann wieder bei 25%. Ist die Chance allerdings bei 25%, dann repariert kein Item, bleibt die Chance bei 25%. Gib mir noch etwas Kaugummi. Ich werde auf alles aufpassen. Das ist Nessie. Was nun passieren wird, sehen wir im nächsten Part. Ciao, Leute.